schöne karnevaleske Atmosphäre. Der Journalist und Reporter Manuel Möglich zu Gast bei Eine Stimme. Hi. Danke für die Einladung. Bist du ein politischer Mensch? Also jetzt nicht politisch, dass ich sagen würde, ich gehe jetzt auf jede Demo und habe eine Partei, bei der ich irgendwie Mitglied bin. Aber ich interessiere mich auf jeden Fall. Also ich verfolge die Nachrichten und natürlich irgendwie auch, was da im politischen Alltag so passiert. Also wahrscheinlich ja, würde ich dann sagen. Ist es gerade Bundestagswahlkampf? Gibt es ein Thema, das dich berührt, das dich interessiert, das so vorherrschend ist für dich? Ach, es gibt viele Sachen. Also ich finde nach wie vor diese ganze Frage Griechenland, was kostet es noch, finde ich interessant, weil es einfach keine klaren Antworten gibt dazu. Dieser ganze Abhörskandal ist natürlich irgendwie auch ein Thema, weil auch da, finde ich, nachdem Innenminister Friedrich in Washington war und zurückgekommen ist, sind auch keine klaren Antworten gegeben. Das finde ich interessant. Schade, da hätte ich jetzt gerne mal ein Statement gehört, was Sache ist, auch wenn es vielleicht wehtut, aber einfach mal eine Antwort. Verbindest du mit der Wahl irgendwie eine Hoffnung, also dass sich was ändert? Also du hast ja wahrscheinlich eine Vorstellung davon, wie du dein Leben führen willst. Hat das was mit Politik überhaupt zu tun oder mit dem, wer die Bundesregierung stellt? Ach, bedingt. Also wie gesagt, das ist ja diese Krux. Auf der einen Seite, finde ich, sollte man wählen, weil das Stimmrecht ist irgendwie ein großartiges Recht und Demokratie ist eine Sache, die für uns selbstverständlich ist. Aber ich glaube, es gibt genug Länder und Menschen, die gerne diese Freiheit hätten, die wir haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wo man sich sagt, so was bezweckt diese eine Stimme? Also ich gehe wählen, ich tue mir aber dieses Jahr so schwer wie noch nie zuvor, aber bedingt mein Leben jetzt krass beeinflussen, wer jetzt an der Macht ist, ist glaube ich irgendwie nur echt peripher. Also gibt es andere Sachen, wo du das Gefühl hast, das sind politische Handlungen, die jetzt nichts mit Wählen zu tun haben? Also zum Beispiel, was ja Leute immer sagen, ist, die Konsumentscheidungen sind total wichtige politische Sachen. Siehst du das auch so? Also ich begrüße es mittlerweile, dass gerade bei dem Thema irgendwie auch ein Bewusstsein sich entwickelt hat, dass die Leute A, überlegen, was sie essen und auch viele mehr irgendwie dahingehen zu sagen, okay, ich glaube, Vegetarier sein ist eigentlich das Vernünftigere. Das hat natürlich alles schon damit zu tun, dass es Politik ist, aber die ganze Zeit denke ich nicht darüber nach. Da würde man ja den kompletten Tag ja nur nachdenken und wahrscheinlich irgendwann auch gar nicht mehr wissen, was mache ich denn jetzt? Kann ich diesen Kaffee hier trinken oder ist da vielleicht doch nicht irgendwie Fair Trade? Und soll ich jetzt noch da oder nein? Ich muss jetzt irgendwie... Also, kann ich überhaupt ein Auto fahren? Nein, natürlich nicht. Wie komme ich denn von A nach B? Also da, im Grunde muss man sich dann ja irgendwann echt total zurückziehen und aus dem Leben rausnehmen. Findest du, dass die Medien gerade einen guten Job machen, den Leuten zu vermitteln, was politisch passiert? Also was ich mir von den Medien wünschen würde, gerade weil ich ja auch Reporter bin und ich bin jetzt nicht dieser Typ Reporter, der irgendwie knallhart fünfmal nachfragt, weil es nicht meine Art ist und weil in diesem Feld, wo ich mich bewege, ich glaube, es auch nicht immer angebracht ist, aber ich würde gerade bei solchen Themen wie Politik mir wünschen, dass da irgendwie auch Journalisten irgendwie die Leute härter rannehmen. Es ist ja völlig egal, welche Frage heute auch wieder da, welchem Politiker man die Frage stellt, ist egal, weil die Antwort vorgefertigt ist. Und da würde ich mir gerade von den Medien wünschen, dass man den Leuten ein bisschen mehr auf den Zahn fühlt. Also kommt vor, aber ich finde, da könnten die Medien durchaus noch härter mit den Politikern ins Gericht gehen. Als jemand, der sich jetzt viel so in Subkulturen und Jugendkultur bewegt, glaubst du, das Verhältnis zwischen Jugend und Politik hat sich irgendwie verändert? Ich kann jetzt nur so eine aktuelle Studie sagen. Anscheinend ja, weil ich glaube, gerade Erstwähler sind ja überhaupt nicht mehr irgendwie an der Wahl an sich interessiert. Ich glaube, die Hälfte weiß nur, dass irgendwie Ende September eine Bundestagswahl ansteht. Eigentlich habe ich es umgekehrt wahrgenommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass viele Leute, die ich getroffen habe, schon irgendwie Interesse haben und irgendwie sich für Politik und für das alles, was im Land passiert, interessieren, aber im Großen und Ganzen halt auch echt nicht zufrieden sind. Und vielleicht ist das der Ausdruck, dass man irgendwann resigniert ist und denkt, wen soll ich denn da wählen? Also ich glaube, logischerweise sind Extreme, ob das jetzt irgendwie die Extreme am rechten Rand sind oder am linken, ich glaube, die erleben gerade einen totalen Zulauf, einen Boom, weil man natürlich irgendwo halt irgendwie so genervt ist von diesem gelähmten Zustand, der ja herrscht, dass man dann, egal in welche politische Neigung man irgendwie orientiert ist, sich dann irgendwie dieser Gruppierung zuwendet, was ja eigentlich auch total kacke ist, weil Extreme in dem politischen Kontext immer schwierig ist. Ich finde, da ist irgendwie so diese gesunde Mitte, die macht ja am Ende die Politik. Also ich finde, gerade diese kleinen Parteien, Piratenpartei, sieht man ja, es hat irgendwie auch nicht so funktioniert. Okay, vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne.